So, diese Menschen wollen öffentliche Bauten. Haben wir eigentlich noch Holzfäller? Nur mal so nebenbei gefragt. Du kommst her, du wirst einer. Eine Speicherung. Bekehrter Förster. Da unten, das können die eigentlich noch alles abholzen. Bekehrter Förster. So, noch jemand ohne Arbeit. Arbeitslose vor. Du bist ein Kind. Schön, dass die Kinder auch mithelfen. Sehr vorbildlich. So, wieder ein bisschen Holz. Jetzt frage ich mich, spende ich das für die Gebäude erstmal. Das ist erstmal am wichtigsten, da haben sie genug. So. Und dann sammle ich hier für ein großes Wunderdings. Damit. Ich hoffe ja, dass das das Holzwunder ist. Also das, was wir auch schon in der letzten Welt gebaut haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind jetzt ein anderes Volk. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Arbeitslose. Du gehst darüber. Bekehrter Missionar. Huch. Nein. So. Mal ein bisschen ein paar Missionare auch darüber schicken. Ich höre einen Hund. Ich sehe aber keinen. Okay. Hier, der Kindergarten blüht. Naja. Er ist da, würde ich jetzt mal sagen. Ich helfe noch ein bisschen mit. Hier, bitteschön. Es schneit, alles klar. Und es gewittert, das gefällt mir immer nicht so. Ich habe aber Angst, dass da unsere Gebäude abgeschossen werden von Blitzen. Was ist das hier? Kinderwunsch. Na dann tut einfach mal ein bisschen, geht in die Häuser und wärmt euch gegenseitig. Dann kommen die Kinder fast von alleine. So, da ist genug Holz. Hier wird jetzt gebaut. Wir haben hier drei Felder. Die würde ich gerne dann noch erweitern. Wie viel Holz habt ihr? Ich darf doch mal. Fühlt euch von mir nicht gestört. Ich leih mir das nochmal aus. So. Das wird bei uns wahrscheinlich eh nicht lang bleiben. Aber jetzt bringen die zumindest schon mal ein bisschen Holz vorbei. Gut, das war so ein Schreiner-Typ. Ich wollte gerade fragen, haben wir da überhaupt welche noch? Dem ist aber so. Ich glaube, wir haben sogar zwei. So. Jetzt müssen wir wieder warten. Ja, hör auf zu quatschen. Da bringt sie gerade was vorbei. Hier, die braucht ein Stück, die muss erstmal rumlaufen. Ich nehme mir das mal, die Herrschaften, wenn das recht ist. So, Dankeschön. Huch. Bitteschön. Okay. Wir haben zwei Missionare hier. Oh, die Musik hier ist aber schön. So, kommen wir zu der Nahrung. Halt. Nahrung? Ah, jetzt. Ich weiß, es ist keine gute Idee, das alles zu nehmen. Aber wir brauchen es gerade. So. Wie viel sind das? Vier. Wie viel haben wir gebraucht? Sieben? Ja, sieben Stück. So, baut ihr gerade noch irgendwo ein neues Haus? Nein. Das heißt, theoretisch kann das ganze Holz... So nah ran, ist immer so laut. Theoretisch kann das ganze Holz jetzt in die Produktion von Gerüsten gehen. Und später dann in den Bau des Wunders.
nehme mal so einen merkwürdigen langen Baum. Was ist das für ein Baum? Aha, eine Hecke. So, das war eine Hecke. Jetzt ist es nur noch Holz. Ich helfe mal ein bisschen aktiv mit. Nehme natürlich den kleinsten Baum. Das ist super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ah ja, hier unten gibt es Fisch. Das finde ich gut. Wir brauchen noch 2 Gerüste. Ich korrigiere, wir brauchen noch 1 Gerüst. Und eventuell kommt das jetzt gerade. Mal sehen, reicht das? Nein, natürlich nicht. Ich glaube mir erstmal die Bäume genau aus dem Dorf. So. Jetzt könnten wir... Wie viel... Glauben? Wie viel Menschen? So, wenn wir jetzt... Ich wollte eigentlich nur 10%, Moment. So. 10%. Gehen jetzt mal hochbeten. Füllhorn. Ich kümmere mich hier nochmal um die Nahrung. Okay. Müssen wir mal kurz warten, dann gieße ich da drüben mal ein bisschen Feld und dann sind die alle glücklich. Hoffe ich. 7 Rüstungsdinger. Dorfzentrum? Nee, will ich ja nicht. Okay, das passt hier hin. Passt es auch hier? Jawohl, hier macht sich doch so ein Wunder gut. Das machen wir weg, das brauchen wir da drin nicht. Das sieht hässlich aus. So, damit ist dann auch die Frage geklärt, wie die Menschen Stonehenge gebaut haben. Sie hatten einen Gott. Der hat das ganze Material vorbeigebracht. So, Arbeitslose voran. Nee, warte erstmal. Bekehrter Züchter. So, du Arbeitsloser voran. Du kommst mit. Bekehrter Missionar. Verbreite mal ein bisschen Glauben. Unter den Ungläubigen. Okay, das ist eine Menge Holz. Eine sehr viele Menge. Eine sehr, sehr, sehr viele Menge Holz. Ihr solltet sowieso gerade nichts produzieren, dann nehme ich mir das mal. Ihr könnt alles buch, alles gebrauchen, was wir finden können. So. Wahrscheinlich ist danach der Wald hier komplett abgeholzt. Ich zupfe mal ein bisschen, damit die wenigstens anfangen können zu bauen. Und dann... Ich glaube, ich nehme die ganze Zeit nur dieses Kleingekrösel. So, okay, wir haben doch schon ganz schön was dazu beigetragen. Glaube ich. Hier nochmal ein Wunder draufhauen. Bitteschön. Hier, damit es ein bisschen schneller geht. Euch hier oben geht's gut? Ja. Füllhorn! So, dann schaut her, ihr Ungläubigen. ...62 Glauben, das ist doch gut. Dafür nehmen wir uns mal das Holz. Das ist ein fairer Handel. Glauben gegen Holz. Halt, hier. Den ihrer erleichterten Geräusche jedes Mal, wenn ihr Holz dort abliefern. Abliefern. Das ist eine Mischung zwischen Ablegen und Abliefern. Abliefern. Was haben wir hier? Donnerkeil. Ich nehme einfach mal die komplette Hecke. Obwohl, dann sieht es hässlich aus, ne? Ich nehme einfach mal das Holz. Wir brauchen das gerade sehr dringend. Dankeschön. So. Es geht voran. Langsam, aber voran. Bitteschön.
Unser Dorf wächst. Nochmal kurz gucken. Wir haben gerade 2007. Die Bevölkerung steigt. Nahrung sieht gut aus. Das gefällt mir. Ihr sollt gerade kein Holz haben. So leid es mir auch tut für euch, das ist gerade nicht ganz so wünschenswert. Es wird gerade an anderer Stelle gebraucht. So, hier nehme ich mir mal die Akazie. Okay, es ist nur ein Baum. Den Pseudo-Akazienbaum. Und hier ein paar Palmen. Die Palmen sind halt auch nicht so das Wahre für Holz, glaube ich. Die geben mit am wenigsten. Guckt mal. Glaubt an mich. Nein? Okay. So, bringen wir einen Baum vorbei. Bitteschön. Dieser Baum, der sieht sehr nahrhaft aus. Okay, jetzt fehlt noch 5000 hoch. 166 Holz. Wenn wir jetzt das hier spenden, nur mal so, dass wir mal ungefähr einen Wert haben. 3506. Ist ja doch, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so viel ist, was man da dazu gibt. Also von dem Wunder. Ich bin überrascht. Füllhorn. Im positiven Sinne natürlich. So, guckt mal. Kurz warten. Guckt mal. So, bitteschön. Ich nehme mir das Essen aber mit. Ich brauch's auch. Die sammeln Holz, das finde ich toll. So. Das ist noch nicht wieder aufgeladen. Das braucht aber auch nicht mehr so viel. Gibt es denn mittlerweile irgendwo eine neue Schriftrolle? Hier nicht. Nein. Wir könnten auch im Tempel nachgucken, ne? Hier gibt es auch nicht so viel. Huch. Sicht. Hm. Oh, was hat der denn alles Schönes? Ich glaube, der sammelt die Sachen. Der ist ein Messi, ein Wunder-Messi. So, jetzt habe ich's. Habe ich das wieder genommen? Eigentlich brauche ich das gar nicht. Wirf mich nur herum. Wasser, lösch die Flammen! Aha, Schauspieler. Du hast mich nicht getötet. Man den irgendwie töten kann? Das frage ich mich immer bei den Leuten, die sagen, töt mich ruhig. So, mal ein bisschen Glauben durch Leute rumwerfen. Okay, wir bekommen auch Glauben, wenn wir einfach nur Bäume ins Lager tun. Bitteschön. Ich muss es mir danach nur eventuell mitnehmen. Ich weiß nicht genau, wie viel wir noch brauchen. Ich glaube, so viel war es gar nicht mehr. Dankeschön. Holzbedarf 700 irgendwas. Schaffen wir mit einem Wunder noch. Dann haben wir hier genug Holz. Das freut mich. So, bitteschön. Dann beeilt euch mit dem Bau. Wie weit seid ihr? Holzbedarf 0. Fertiggestellt zu 27%. Okay. Die kleinen Menschen tanzen für uns. Verlangen nach Nahrung, na dann pflanzt mehr an. Vielleicht. Ich brenne! Ja, ich hab dich auch gerade angezündet, Idiot. Das ist ja toll. Der hat jetzt den Stein angezündet, der glüht jetzt und tut den weiter anzünden. Schön. Können wir da noch mehr Steine hinlegen? Vielleicht ein paar kleinere? Feuer! Feuer! Ich brenne! So.
Wie so ein Steinlagerfeuer. Nein. So, guck mal später nochmal vorbei. Feuer, Feuer! Ja, ich weiß, ich habe die doch gerade angezündet.